früh nichts auf der Tür gesehen, dann den Spalt. Gut gemacht. Sie sind beschäftigt. Gehen wir. Das ist unglaublich. Sehe ich auch so. Ein Kinderthron. Er lebte hier. Der Sohn der Glutasche? Den Sohn der Glutasche gibt es nicht. Ich erzählte doch vom Orden. Dieser Ort gehört Ihnen. Und das Kind auf den Gemälden ist der Träger der Prima Macula. Die Prima Macula wird ja immer besser. Die Alchemisten nennen sie das erste Übel. Hugo trug sie bereits als Baby in sich. Und sie wächst nun in ihm. Und tötet ihn. Darum geht es an diesem Ort. Die Ankunft des Trägers, der Makula. Der Orden versammelt sich um ihn, studiert ihn. Sie versuchen, die Lösung zu finden. Und die Ratten... Lass mich raten. Krieg, Tod, Krankheit und Hunger. Nicht nur das. Die Ratten sind... Egal, sie liegen alle falsch. Es gibt keinen Sohn der Glutasche. Keiner kommt und rettet die Welt. Sie erfanden dies nur und fütterten damit die Hoffnungen. Hört sich für mich nach einer verrückten Fantasie an. Ein Teil davon ist wahr. Der Teil, der ihn retten wird. Der einzige, der für mich zählt. Basil und Elia. Nichts ist anders. Das Wasser ist nicht magisch. Das Wasser? Oh, aus dem heilenden Teich, in deinem Traum. Es ist ein Symbol, wie Mutters Alchemiezeichnungen. Stehendes Wasser ist selten magisch. Hey, komm her. Das ist sein Thron. Und ich glaube, das ist sein Name. Basil? Er war ein Träger, so wie du. Du bist nicht der Einzige. Deshalb träumtest du von all dem hier. Etwas rief dich her, aus gutem Grund. Ich meine, sieh dich doch mal um. Wenn es eine Heilung gibt, dann hier. Und wer ist Elia? Sieht so aus... als ginge es noch weiter, hier hinten. Suchen wir weiter. Kommt, es warten sicher außergewöhnliche Dinge auf uns. Hey du. Herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Chris, wir spielen Blacktail Requiem und erkunden mal die Heiligtümer. Alles. Sind wir die Ersten, die hier reinkommen? Oh, eine Höhle! Stimmt. Sieht unberührt aus. Vielleicht zu heilig für sie? Hey, weißt du, wessen Zimmer das ist? Das ist Basilius' Zimmer. Stell dir das mal vor. Er hat hier gelebt, hier gespielt, gesessen, wo du gerade sitzt. Ist das nicht unglaublich? Ja. Und er hat Höhlen geliebt, wie du. Du liebst Höhlen? Ich auch. Er hatte einen Phönix. Ja, vielleicht hatte er auch den gleichen Traum. Was hat er uns noch hinterlassen?
Da geht's nicht raus. Guck mal, so ein hübsches Pferd. Genau deine Größe. Er war wohl so alt wie du. Ja. Nix. Oh, hab ein bisschen das hier verschluckt. Ah, gucken, was ein Bett ist. Das war sein Bett. Wie schön. Basilius wurde ja wie ein König behandelt. Vielleicht war er einer. König Basilius. Sieh an. Das sind Leute. Wichtige Leute? Propheten? Gibt's im Orden Propheten? Die sind böse. Ich glaube, er hat sie mit dem Ball hier abgeschossen. Kann sein. Jungs halt. Ich mag das Spiel auch. Kommt, es geht noch weiter. Wow. Das Zimmer eines Kriegers. Nicht irgendein Krieger. Seht euch die Form der Rüstung an. Was ist mit der Form? Was ist damit? Sie gehört einer Frau. Oh, Elia. Das ist ihr Zimmer, natürlich. Sie war seine Beschützerin. Beschützerin? Die Leibwache des Trägers. So wie ich für Hugo. Sie schien stark. Spielzeuge. Er war hier, um mit ihr zu spielen. Und sie hat mitgemacht. Sie war eine vorzügliche Ritterin. Ich hätte sie gern kennengelernt. Hier gibt's nichts. Schwerter und Speere. Wow, seht euch mal die Axt an. Ob die jemals benutzt wurden? Eher nicht. Der Träger sollte hier von der Welt abgeschirmt werden. Kostbare kleine Wesen. Seht mal, Wachstafeln. Da ist was eingeritzt. Er hat sie gezeichnet. Und hier, ein Bild von den beiden. Er hat sie geliebt. Sie haben wohl viel Zeit zusammen verbracht. Genau wie wir. Das ist so seltsam. Ja. Sehen wir uns weiter um. Das ist verrückt. Kommt mir vor, als würde ich sie kennen. Als wäre Basil mein Freund. Ich weiß, was du meinst. Oh, sieh mal. Ha, dieser Vogel wieder. Diese Form, das ist das Ordenssymbol. Der Phönix ist der Orden. So einfach. Tut mir leid. Aber nein. Darum ist es auf ihren Gemälden über dem Sohn abgebildet. Sie dachten, sie wären etwas Besseres als er. Er war ihnen egal. Das ändert nicht, warum wir hier sind. Bringen wir das erst zu Ende, ja? Was verbirgt sich wohl hinter Tier Nummer 3? Ich fass es nicht. Was ist das jetzt? Nichts Gutes. Ein Alchemielabor. Können wir wieder gehen? Aber das scheint doch genau das zu sein, was du suchst, oder? Ja, aber... Nein, du hast recht. Such nach allem, was zu einem Elixier oder Trank führen könnte. Bücher, Zeichnungen oder Rohmaterialien. Bin dabei. Hier noch was auf der Seite. Das ist alles so nutzlos. Bitte, ich brauche irgendwas. Lea. Nein, was zur Hölle? Hey,
Leiser! Wir finden schon was. Oh, so ein Mist. Lukas wüsste es. Bestimmt. Was haben Sie in diesen Dingern gemacht? Gott, finde endlich was, bitte. Das ist alles Jahrhunderte alt. Was habe ich erwartet? Hugo, hast du was gefunden? Dieser Tisch. Da lag er drauf. Warte, ich komme. Dieser... Oh, ich weiß nicht einmal, wozu der gut ist. Komm, hier muss doch was sein. Da ist nicht viel. Ein Phönix. Such nach einem Phönix. Ich glaube, der Kleine braucht dich, Amicia. Ja. Hey, stimmt was nicht? Sie haben ihm sicher wehgetan. Hey, ich weiß, dass du dir das anders vorgestellt hast, aber... Nichts ändert sich, Amicia. Aber Elia ließ nicht zu, dass sie ihm wehtun, oder? Du hast Bordeaux... Nein, ich wollte ihn aufhalten, aber... Ich weiß, du hast es versucht. Tut mir leid. Okay, hey, nichts Gutes. Kommt her, ihr beiden. Sophia, wo bist du? Oben. Wie bist du da hingekommen? Hinter den Vorhängen. Ich glaube, hier geht's nicht weiter. Ah, da. Na los, Hugo. Was ist das? Keine Tür. Ist das eine Art Beobachtungsraum? Hier ist nichts, dann gehen wir gerne die andere Richtung entlang. Dann können wir nicht. Wir machen das alles ganz entspannt. Oh, was hast du gefunden? Die Bibliothek der Alchemisten. Offenbar haben sie das Kind von hier aus beobachtet. Wie in einem Käfig. Was ist das? Schriftrollen. Wohl über Basilius. Auf Lateinisch. Wird ein Elixier erwähnt? Nein, aber sie haben Dinge notiert. Wir sind genau über dem Labortisch. Das ist falsch. Stell dir die Mistkerle vor, wie die ihn anstarren. Wir müssen wissen, was sie erfahren haben. Hab vielleicht eine Spur. Wir kommen gleich. Gucken noch ein bisschen. Was ist das? Deine Alchemisten notierten alles, was dem Träger zustieß. Geordnet nach Datum. Der letzte Eintrag ist aus dem Jahr 541. 541? Was steht da? Seit dem Kloster hatte ich keinen Latein mehr, aber sie erwähnen Basilius. Und, Elia Dragas, seine Beschützerin. Das geschah alles schon mal. Sie waren wie wir. Was passierte dann? Der Orden trennte die Beschützerin von ihrem Träger. Sie wehrte sich und wurde festgenommen. In der Nähe eines runden Turmes. Sie brachten sie in eine Kapelle? Ja, Kapelle. In einer Festung. Und Basilius, wo war er? Das steht da nicht. Aber wir haben immerhin Hinweise. Eine Festung, ein runder Turm. Sie kam. Wären sie eher gekommen dann? Ja, wir hatten Glück. Schnell weg. Ob die wissen, dass wir hier sind?
dadurch? Riskant, aber das Wasser wird helfen. Dann los. Das Wasser? Wasser, besiegle unsere Entschlossenheit. Um bei dir zu sein, Tag und Nacht. Ich fühle deine Krankheit. Ich teile deinen Schmerz. Wir beschützen dich. Wir kümmern uns um dich. Ich bin der Vater, der auf dich wartet. Ich bin die Mutter, die auf dich wartet. Komm zu uns, wenn du bereit bist. Wir sind es. Wie können sie in dem Wasser stehen? Sie begehren dieses Kind so sehr. Schade, dass sie sich so irren. Wie ich. Sie wissen noch nicht, dass sie sich irren. Sie werden traurig sein. Hugo, das, wovon du geträumt hast, gibt es wirklich. Du wusstest nur nicht, was es bedeutet. Doch, dass alles einfach wird und schön. Das heißt nicht, dass es nicht besser wird. Bist du sicher? Dein Traum hat uns eine andere Wahrheit gezeigt. Wir können sie nutzen, um alles zu verändern. Mag sein. Wir sind fast da. Okay. Das ist echt unangenehm. Ich wünschte, ihr hättet meinen Traum gesehen. Erst war er gruselig. Aber dann kamen die Blumen. Erzähl uns mehr davon. Bitte. Der Baum roch so gut. Seine Äste waren wie Haare. Er sah freundlich aus. Was noch? Das Wasser fühlte sich an, als bekäme es alles sauber. Nicht wie das hier. Wir sind da. Wie schön, Hugo. So, schnell raus da. Verbring mal eine Woche mit meiner Crew, erst dann weißt du, was Gestank bedeutet. Das eben reicht mir. Suchen wir diese Festung. Hugo? Da war keine Festung in meinem Traum. Mag sein, aber dein Traum hat uns hierher gebracht. Was wir nun alles wissen, fehlt uns nur noch der Rest. Willst du nicht wissen, was mit Elia geschehen ist? Und mit deinen Vorfahren? Alles wird gut werden. Können wir diese Stinkekleider ausziehen? Ja, das sollten wir. Sehr schön. Na bitte. Als wäre nichts passiert. Wir sind gut. Und du bist das listigste Kind, das ich jemals traf. Nun, du hast von keiner Festung geträumt. Also suchen wir den runden Turm, okay? Na gut. Und vielleicht wurde die Insel ja noch schöner geschmückt. So. An dieser Stelle bedanke ich mich bei dir für deine Aufmerksamkeit. Gerne beim nächsten Mal dabei sein. Und gespannt sein, wie es weitergeht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bye.